Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Austrian City Playground. So, heute das Unboxing. Ist doch schon ein bisschen früher, ich weiß noch nicht genau, wann ich es hochladen werde. Seht ihr ja nie. Also brauche ich jetzt gar nicht großartig reden. Ich habe schon im letzten Video gesagt, von der Ankündigung, dass ich einen Hobbigen Quick Run kaufe. Gut, den habe ich gekauft und ist doch schon früher gekommen. Ich hätte gesagt, packt man gleich einmal aus, ohne lange zu warten. So, jetzt habe ich kein Messer da. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Machen wir gleich einmal auf. Also der Hobbywing Quick Run hat an und für sich 150 Ampere. Das kann man auch sagen. Es sollten diverse Schrumpfschläuche dabei sein, Sticker. Ich glaube, der hat einen, warte, schauen wir mal. Ein 3 Ampere BEC. Ist recht gut, sage ich einmal. Ist nicht das Beste. Gibt schon bessere Sachen. Aber was viel Besseres bräuchte ich eigentlich für meine Zwecke gar nicht. Und der hat ein ganz gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt. Nämlich den habe ich aus Deutschland bestellt. Um 89 Euro und 3 Euro Versand. Und das ist wirklich ein guter Preis für das Gerät. So. So, da seht ihr ihn, so ist er verpackt. Macht jetzt für mich einmal einen relativ großen Eindruck. Ich habe mir den ein bisschen kleiner vorgestellt. Vielleicht kann man das ja gut sehen, ja. Nehmen wir mal gleich raus. Okay, den schauen wir uns später an. Schauen wir uns erstmal an, was drin ist. Okay, zuerst einmal das Uninteressanteste. Ein Kurzhandbuch. Schauen wir gleich einmal, auf welcher Sprache das ist. Ich nehme an, das wird auf Deutsch auch dabei sein. Aber keine Ahnung, ich habe noch nie einen Hobbywing gekauft. Da ist dabei alles Chinesisch. Ne, auf Deutsch ist nicht dabei. Das werden wir uns vielleicht später nochmal kurz anschauen, aber ist auf jeden Fall nicht auf Deutsch dabei. Dann haben wir hier, was haben wir da? Ja genau, die Programmierliste, was man alles programmieren kann mit einer Hobbywing-Programmierkarte. Schaut recht gut aus. Da sieht man einmal, na, schaffst du's? Für den WP16 Brushless 30 Quick Run oder den 60er, das ist beides für den 1:10er. Und hier unten haben wir den WP8BL 150 Ampere. Das sind die programmierbaren Sachen. Ja, so, dann haben wir hier noch Sticker. So. Wird schon interessanter. Ich mach das mal zuerst aus, wie gesagt. So. Gehen wir das mal ein Stück auf die Seite. Jetzt haben wir hier einmal das Verbindungskabel, das Y-Kabel. Ist schon verzinnt, ist ein 5mm Kabel, dann haben wir da noch was drinnen, einmal was zum drüberstülpen für den Außeneinschalter, dass der auch wasserdicht ist, die Schrauben sind natürlich auch dabei.
Dann haben wir hier was zum Festkleben für den Regler. Doppelseitiges Klebeband ist das, glaube ich, ja. Zwei Kabelbinder. Dann noch größere Schrauben. Wofür die sind, habe ich jetzt dabei mal keine Ahnung. Dann machen wir auf die Seite. Schrumpfschlauch. Ich glaube, der hat einen Durchmesser von 6 mm oder 7. Passt, ist eine optimale Größe. Und hier zum Regler. Also ich muss sagen, eingepackt ist das alles sehr gut. Aber gut, hätte ich mir auch nichts anderes erwartet von Hobbywing. Ja, macht einen sehr guten Eindruck, muss ich schon sagen. Die Stecker werde ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich es dabei einmal lasse, aber die werden später umgelötet auf 5er oder 6er Kontakte. Das sind 4er. Ja, ich hätte gesagt, lassen wir es mal und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.